und herzlich willkommen zum neuen Video hier im Movie Park Germany. Wir waren gefühlt seit 2 Jahren nicht mehr hier. Aber es gibt ja dieses Jahr eine Neuheit, die hat vor ein paar Wochen aufgemacht. Die wollen wir natürlich einmal ausprobieren, die Movie Park Studios Tour. Ein Intermin Multidimensions Coaster. Genau, wollen wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Ja, und das Coole ist, wir haben ja unsere Slachan-Jahreskarten. Damit kommen wir 5-mal gratis pro Jahr in den Park hier. Ja. Wichtig für euren Besuch momentan zu wissen ist noch, ihr müsst vorher ein Ticket buchen und ihr müsst entweder, wenn ihr schon geimpft seid, negatives einmal den Impfausweis mitbringen oder ein negatives Testergebnis. Ja, aber das ist ja bekannt. Los. Genau. Und jetzt geht's ab. Los geht's. Tschüss. Womit? Ja, mit dem Movie Park Studios. Los geht's. Ab geht's. Bin gespannt. Willkommen im Park Studios. Verpassen Sie nicht unsere einzigartige Studiotour und tauchen Sie ein in die Welt des Films. Ja, wir sind ja gerade vorm Eingang. Ich bin schon wirklich gespannt, weil hier am Top Hat ist der Zug ja relativ langsam. Das sieht immer mal so aus, als ob der verhungert oder hängen bleibt. Aber wir sind gespannt, ne? Wir sind gespannt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kinder, willkommen in den legendären Moviepark-Studios. Mein Name ist Andy, Regieassistent des weltberühmten Regisseurs und Visionärs Steven Spielberg. Eigentlich würde er euch an dieser Stelle begrüßen. Aber könnt ihr euch das vorstellen? Er dreht heute nicht nur einen, nicht zwei, sondern 3 Filme zugleich. Einer davon ist ein turbulenter Katastrophenfilm, dessen Special Effects seinesgleichen suchen. Der zweite. Ein Actionstreifen voller rasanter Verfolgungsjagden, die in Asphalt zum Grün bringen. Beim dritten handelt es sich schließlich um einen ausgewachsenen Monster-Blockbuster. Könnt ihr... Hallo? Könnt ihr mich hören? Alles klar! Was machst du denn da? Ich dachte, wir machen die Führung heute zusammen. Ja. Natürlich. Also Leute, das hier ist das... Ich bin das Self-Driving Automotive Motion System. Ihr könnt mich aber auch gerne Sam nennen. Dieser kleine Quellgeist. Also Leute, ihr habt's gehört. Die Tour beginnt. Bitte einer nach dem anderen. Bitte nichts anderes. Ah, da sind Sie ja. Mein Name ist Steven Spielberg, Regisseur und Visionär. Sie sind heute hier für Ihre Studiotour? Also, eine Studiotour kann mitunter ein abenteuerliches Unterfangen sein. Aber ich kann es auch erwarten, dass alle Getriebefahrzeuge eingeschrieben sind und unsere Tour beginnen kann. Es gibt so viel zu sehen. There's no business like show business. Die Fußgänger-Hauptstelle
Park Studios. Tour, genau. Tour, und genau. Ja, also ich war sehr positiv überrascht. Die haben hier echt was Cooles hingezaubert. Also ich würde jetzt für euch, wichtig zu wissen vielleicht, erwartet keine krasse Achterbahn, weil es ist wirklich einfach eher eine Themenfahrt, würde ich sagen. Eine etwas schnellere Themenfahrt, genau. Mit ein paar Launch-Elementen, das war es eigentlich. Aber also ja. Von der Gestaltung her ist das wirklich wunderschön. Richtig, toll. Da ist der Moviepark nochmal auf ein Niveau gestiegen, ja. das man gar nicht so kennt. Ja, also ich bin echt begeistert. Das Ding ist halt auch, man muss die, glaube ich, 2-3 Mal mindestens fahren, um wirklich alles zu sehen, was die hier aufgebaut haben an Kulissen. Also auch die Q-Line fand ich sehr schön. Da packen wir euch natürlich auch ein paar Impressionen, falls ihr die nicht schon längst gesehen habt, ein paar Impressionen mit rein. Also ich finde es schön. Sehr gut. Aber ich könnte mir ein bisschen mehr Strecke vorstellen und ein bisschen mehr Geschwindigkeit, damit das auch dem Namen Achterbahn gerecht wird. Ja, aber sonst als Familienattraktion gefällt uns. Schnell in den Ghost Chaser nebenbei reingehüpft. Der hat ganz schön Wumms. Ist eine wilde Maus. Ich bin mit dem Marcel gefahren und ich bin ganz schön abgehoben. Was sagst du? Ich bin auch abgehoben. Ich habe auf einmal in dem einen Bahn hier voll Batz einen Schlag im Rücken gekriegt. Also die ist ganz schön. Ja, und die ist auch schon recht alt. Also ich bin die damals schon gefahren, als es noch Tom und Jerry Maus in der Haus war. Also ich war damals schon mal hier, als es noch Warner Brothers war. Marcel noch nicht, aber. Ja, so ein paar Sachen sind hier ja erhalten geblieben. Aber ich war ja schon öfter mal hier, also das ist jetzt nicht mein erstes. Nein. Um das mal klarzustellen, ihr wisst ja auch, vor 2 Jahren, 2019, waren wir auch zu Halloween hier. Könnt ihr hier gerne mal gucken, verlinken wir hier. Genau. Jetzt reisen wir in eine weit, weit entfernte Galaxie. Ist ein Star Wars Slogan, ich weiß, aber das ist jetzt kein Star Wars, das ist Star Trek. Aber auch eine sehr schöne Parkbahn hier. Von Mack. Von Mack, stimmt. Ein Mack. Launch Coaster. Jeder weiß, dass die Mack Launch Coaster nicht so knackig sind, aber ich mag die Bahn eigentlich ganz gerne, weil sie doch an manchen Stellen relativ langsam ist und du ordentlich Hangtime hast. Operation Enterprise hinter uns gebracht. Ja. Ein Mack Multilaunch Coaster. Bist du Multilauncher? Ich glaube, ja. Wie lange schon? Wir haben 20 Minuten vielleicht. Ja. Die fahren nur im Einzugbetrieb, also finde ich an einem Sonntag ein bisschen merkwürdig. Aber trotzdem ging es relativ schnell. Aber ich fahre die Bahn immer gerne. Ja. Die Mack Launches sind hier immer ein bisschen gemächlicher, aber ich finde die Bahn ist trotzdem toll. Dadurch hat sie echt gut Hangtime und. Genau, ich wollte gerade sagen, der Launch ist nicht so geil, aber die Hangtime holt das dann alles wieder raus. Ja, macht immer wieder Spaß. Also wenn ihr hier seid, unbedingt mitnehmen. Ja, aber auch, was ich nochmal kurz erwähnen wollte, das war bei der Moviepark Studios, da war auch nur ein Zug unterwegs. Ja, stimmt. Und die Wartezeiten halten sich eigentlich relativ gering. Ich denke mal, es sind einfach nicht so viele Leute hier. Ja. Okay.
übersetzen. Weißt du, warum ich gerade bin? Wir haben es gerade gewagt und sind Bandit gefahren. Die hat seit kurzem auch wieder erst geöffnet. Sie soll angeblich gewe-trackt worden sein, aber... Sie wird ja ständig gewe-trackt. Ja, irgendwie wird sie ständig gewe-trackt, aber leider bringt es irgendwie nichts mehr. Also es ist echt unangenehm zu fahren. Wir dachten, wir probieren es nochmal, aber... Wir sind entweder sind wir zu alt dafür oder... Also man muss schon echt aufpassen, dass man keinen verpasst kriegt. Ja, also ich hab Spaß incoming. Gemacht, ja. Aber es war echt unangenehm. Die armen Leute. So, ich habe mir nun lecker Stuhl rausgeholt, während Denise sich da für den Topspin anstellt. 4,50 Euro für Zimt und Zucker, 6 Stuhl raus. Mal gucken, wie die sind. Niklas ist mit dabei. Ich bin dabei. Ja. Hey. Und der ist mit mir gerade den Topspin gefahren, den New York City Transformer. Genau. Das Fahrprogramm ist ein bisschen speziell, oder? Ja, aber die Fahrt war lang. Ja, war lang. Wartezeit war auch nicht so lang. Wir mussten 2 Fahrten warten. Aber ja, wir waren kaum über Kopf, aber irgendwie sind die Fahrprogramme alle so ein bisschen individuell. Ich weiß nicht, irgendwie hat er auch, glaube ich, 3-mal auf den Knopf gedrückt und dann das Fahrprogramm abgespielt. Ja. War ein bisschen. Aber ich muss sagen, die Thematisierung hier bei dem Fahrgeschäft ist cool. Ja. Sieht nice aus. Ja. Wie aus dem Kraftwerk, ne? Ja. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja. Übrigens, es gibt so einen kleinen Lifehack. Niklas ist ja eine Lauchstange. Ein Lauch. Und Denise hat sich hier einfach auf den Bürgersteig gestellt. Ein damit aufhören. Das mit der Höhe so ein bisschen passt. Aber passt doch. Ja, läuft. Die Schuhe raus waren übrigens mega lecker. Also große Achterbahn mitgenommen von Helsing's Factory. Ein Gerstlauer Boxnet-Coaster. Ich fahre die immer gerne, also die ist echt gut. Ich glaube, die meisten Effekte haben auch funktioniert. Also gerade dieser Effekt am Ende, da hat sich Niklas zum Beispiel gerade, der hinter der Kamera steht, hat ganz sich ein bisschen verjagt, weil er dachte, wir fahren gegen eine Wand. Aber so, auch Wartezeiten gehen heute voll klar. Also wir standen jetzt, sag ich, für die Stunde 20 Minuten ungefähr.
bei den anderen Bahnen standen wir ungefähr ähnlich, also für den Sonntag. Kannst du nicht meckern. Kannst du echt nicht meckern. Wartezeiten sind echt mega gut. Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Mittagspause. Ich habe Chili Cheese Fries, ein Kipcorn und ich habe für Marcello mich Frozen Fanta geordert. Mal gucken. Du hast, Marcel hat sich Burger und Pommes geholt. Und das hier alles hat 12 Euro zusammen gekostet. Was war deins? 10. Mit Getränk. Ja. Ja. Dann reingehauen. So, wir haben jetzt gegessen. Unsere Fazite fallen relativ unterschiedlich aus, aber wir haben enttäuschend. Auch... halt, stopp. Aber wir haben uns auch an verschiedenen Orten was geholt. Marcel hat sich da hinten, wie heißt das? New York City, keine Ahnung, Burger. Und ich habe bei den Hollywood Snacks was geholt. Ja. Marcel war leider nicht so begeistert, weil die Pommes waren einfach nicht durch. Ne? Aber ja. Sich... Du hast da ein Pommes reingebissen, noch voll grisselig und mehlig geschmeckt. Ja, und weil es leider relativ voll ist bei den Essenständen, wollten wir jetzt auch nicht nochmal extra hinrennen und die reklamieren. Sonst, ich bin noch nicht fertig. Und meinen Burger, ich habe so einen Doc von Helsing's Double Burger genommen. Der war vor zu trocken, also das Fleisch war echt tot gegart, wirklich. Das da kommt der Koch raus. Ja. Aber Niklas war, glaube ich, auch nicht so zufrieden mit seinem... Also zumindest mit den Pommes nicht. Der Burger war okay. Okay. Also, oder? Muss ich sagen. Ja, ich hatte ja diese American Cheese Fries und ein Kipcorn, diese holländischen Snacks, finde ich eh total geil. Also meine Pommes waren... Ja, das ist geil. Waren um Welten besser. Also das hat 1A geschmeckt. Und wir haben uns so eine Frozen Fanta gegönnt. Tada. Werbung. Einmal blau und einmal ein Roach. Also einmal blaue Dingsbumsbeere und rote blaue Erdbeere. Beere. Himbeere. Die schmeckt richtig lecker. Schmeckt, ist auch so ein bisschen so, als wäre da echt so Sprudel mit drin. Das schmeckt. Und dann hatte Marcel auch schon Churros und ein Stück Pizza hat er auch schon. Das war alles gut, ne? Also heute ist das Wetter auch noch richtig schön geworden. Eigentlich war Regen vorhergesagt. Und da es ja ein paar coole Wasserattraktionen gibt, nehmen wir die jetzt auch gleich mit Excalibur ein. Intermin Rapid River. Ja, wurde vor ein paar Jahren umthematisiert. Das war früher noch die unendliche Geschichte. Ja, nehmen wir jetzt mit als Abkühlung. Sind wir gerade mit Excalibur gefahren. Die ist so schön thematisiert. Und der Soundtrack. Ich liebe den Soundtrack. Ja. Niklas auch, ne? IMASCOR. Und manchmal kann man sich aber, die Bahn ist so toll thematisiert und manchmal kann man sich da gar nicht so drauf konzentrieren, weil man einfach damit beschäftigt ist, zu gucken, wo das Wasser spritzt. Ja, so. Aber sie ist toll. Also sie ist wirklich richtig toll. Also gerade an heißen Tagen ist es eine... das Maske aufsetzen. Pechert. Kann man auch ganz schön nass werden. Also ich habe einen richtigen Schlag an den Rücken gekriegt. Mein ganzer Pushy ist jetzt nass. Ja. Und jetzt gehen wir direkt weiter zur nächsten Wasserbahn. Nämlich zu Area 51. Nun fahren wir Area 51, die Wasserbahn hier mit Chicken Dark Ride Card. Vor einigen Jahren wurde sie ja refurbished. Ich mag sie sehr gerne und fahre sie auch immer wieder sehr gerne. Allerdings ist die Wartestange hier ein bisschen länger, meine Brille beschlägt.
Und ja, weil die die Boote nicht voll machen, ne? Ja, und wir haben aktuell hier auch die längste Wartezeit. Wir müssen uns nur noch mehr Kampfbereiter Air Force Base, eben besser bekannt als Area 51. Gemeinsam mit dem US-amerikanischen Verteidigungsministerium veranstalten wir daher den ersten offiziellen Tag der offenen Tür. Niemals zuvor hat die Zivilisten das Privileg, die Air Force Base zu besichtigen. Daher freut es mich umso mehr, dass genau Sie die allerersten sind, die uns bei der Entwicklung und Erprobung neuer Flugzeuge um die Schulter schauen dürfen. Und jetzt haben wir den Moviepark schon verlassen. Es ist jetzt knapp 18 Uhr. Der Tag ging richtig schnell vorbei. Also ich hatte einen richtig schönen Tag. Ja, ich hatte auch einen schönen Tag. Mein absolutes Highlight war tatsächlich die Moviepark Studios Tour. Eine wunderschöne Neuheit, die der Moviepark hier heute dieses Jahr aufgestellt hat. Ja. Sehr schön, gefällt mir sehr gut. Super geeignet für Familien. Ja, und allgemein Wartezeiten waren voll im Rahmen dafür, dass hier in NRW schon Ferien sind. Also so zwischen 20, 30 Minuten ungefähr hatten wir Wartezeiten. War völlig okay. Und ich möchte auch gerne hervorheben, dass die Mitarbeiter wirklich auch motiviert, freundlich waren. Auch gerade, wir waren gerade noch shoppen. Blende ich euch sonst nochmal ein Foto hier irgendwo ein. Die Motivation aus den Parks in NRW kennt man ja, ist ja manchmal so ein bisschen durchwachsen. Aber heute haben die Operator einen wirklich guten Job gemacht. Auch das Personal allgemein sehr freundlich. Hat uns gut gefallen. Also. Ja, allgemein. Hatten wir einen schönen Tag. Die Corona-Maßnahmen sind hier gut umgesetzt. Und auch nochmal einen ganz herzlichen Dank an unser Kamerakind Niklas von den Park Buddies. Schaut auch unbedingt mal auf den Kanal vorbei. Yeah. Zwei super sympathische Dudes. Heute ist zwar nur der eine Teil dabei, aber vielleicht kommt der Kevin irgendwann nochmal dazu. Yes. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf. Lasst ein Like, ein Abo da. Ihr wisst Bescheid. Tschüss. Bis dann. Tschüss.